Hallo meine Lieben, diejenigen unter euch, die nur einen Blitz haben, werden auf dieses Video wahrscheinlich gespannt sein. Ich werde nämlich in zwei verschiedenen Lichtsetups zeigen, wie ich das Licht teile. Ein Teil für mein Motiv nehme und ein Teil für den Hintergrund und dabei auch noch zwei verschiedene Lichtcharakter installiere. Und das alles ohne Photoshop und alles in One Shoot. Gleichzeitig darf ich euch aber auch zu meinem 100. Video begrüßen. Hi, wer hätte das gedacht damals? So, ich wollte aber auch auf die feminine Seite eingehen. Die Mädels freuen sich schon. Ihr seht ja, ich habe mich was hübsch gemacht. Ich habe Blumen besorgt und jetzt mache ich noch ein bisschen stimmungsvolles Licht. Wie, die Kerze wollt ihr nicht? Ihr wollt das Licht auf dem Motiv haben? Na, ist ja natürlich sinnvoll. Für mein Motiv heute reicht mir ein einfaches Lampenstativ und mein Gelenkarm. Für den Blitz werde ich natürlich noch ein Stativ verwenden und für den Hintergrund werde ich noch was basteln. Wir wollen ja das Licht teilen. So, dann düdel ich den Gelenkarm mal hier dran. So, ist der schon fest. Hier kommt dann meine Rose rein und die kann ich in allen Richtungen bewegen, wie ich will. Dann stelle ich einfach hier fest. Dann bleibt das so stehen. Dann schnappe ich mir auch schon den Probanden. Ne? Habe ich da was Schönes ausgesucht? Und klemme den einfach jetzt hier rein. Na, ich muss das nochmal lösen. So. Und wie mache ich den fest? Einfach festdrehen. So, der soll ja ein bisschen nach vorne in die Kamera gucken. Ne? Ich bin aber auch ein bisschen hoch. Ich werde das jetzt ein bisschen niedriger setzen. Ups. So. Ich bin zwar groß, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. So mache ich die jetzt fest und dann bauen wir schon mal die Kamera auf. So, die Kamera ist heute die Sony Alpha 7 IV. Oh Wunder. Aber ich werde mal nicht das 150-600 nehmen, ich werde mal das 28-75 nehmen. Wenn mir das gefällt, dann lasse ich das so, ansonsten wechsle ich wieder zurück. So, die Kamera habe ich umgebaut, den Klopper habe ich mal abgemacht. Kommt einem jetzt alles so klein und leicht vor und so handlich, wenn man den Großen nur gewohnt ist. So, und dann werde ich die Kamera natürlich schon mal einrichten. So, dann werde ich schon mal ein Vorcookie machen, ob so alles stimmt. Noch ein bisschen reinzoomen auf meine Größe, die ich haben will. Oh, guckt mal, das sieht auch schon mit dem Hintergrund, sieht das auch schon richtig schön aus. Sollte man ein Bild machen? Blende 22 ISO 100, die steht ja noch auf Studio, auf Blitz. Dann muss ich die eben umstellen auf Automatik. Die Zeit ein bisschen verlängern. Die Blende lasse ich mal auf 22. Wäre doch schön, wenn ich den Hintergrund jetzt auch auf grün mache. Dann habe ich die Farben, die in der Blume sind, also mit den grünen Blättern, habe ich auch die Farben im Hintergrund. Schaut mal hier, ich habe zwischendurch ein Bild gemacht. Ich habe den LED umgestellt. Hoppala, jetzt habe ich da drauf getippert. Ne? Habe den LED umgestellt auf grün. Ist auch schon ein schönes Bild. Ist schon von den Farben her denn stimmig, sind all die Farben im Hintergrund, die auch das Motiv hat. Jetzt wird bei euch natürlich die spannende Frage aufpoppen, wie macht er das jetzt mit dem Blitz? Also, ich werde den hier seitlich neben die Kamera stellen, da ist die Kamera, hier seitlich. Die Lichtstärke kann ich ja immer noch regeln, einmal durch den Abstand, ne? Also weiter weg oder näher ran. Oder ich stelle ihn per Elektronik hoch, per Fernbedienung. Ich werde aber den Blitz so lenken, dass ich den linken Teil, wie heißt man, Streufeld, ne? Und den linken Teil werde ich auf die Rose lenken. Der rechte Teil soll in den Hintergrund fallen. Ich werde es euch gleich zeigen. So habe ich euch wieder auf dem Patschehändchen. Also ihr seht ja hier die Kamera, da der Blitz, da unser Modell.
Den Hintergrund werde ich mir noch einrichten gleich. Aber ich will euch das mal zeigen, dass der Blitz genau hier, du kannst die Linie verfolgen, genau auf das Motiv zeigt. Wobei ich, wenn wir jetzt unseren Bildwinkel sehen, beziehungsweise Lichtwinkel, dann trifft der linke Teil auf die Rose und der rechte Teil soll auf den Hintergrund treffen. Natürlich lösen die Blitze nicht mit dem Studio-Trigger aus, deswegen muss ich den Yongnuo-Trigger hierfür nehmen. Der ist schön bequem, dann kann man hier von der Kamera aus alles einstellen, den Zoom-Bereich, Helligkeit und so weiter. So, dann werden wir mal die ganze Chose anschmeißen und mal gucken. Ja, er meldet sich. Mal gucken, ob das funktioniert. Ho, der blitzt sogar. Ja, dann können wir auch schon das erste Bild machen. So, der Fokus ist ja nur ein Testbild jetzt, ob das alles so stimmt, wie ich mir das vorstelle. So, dann Fokus, zack. Und das erste Bild ist schon im Kasten. Manch einer würde sagen, ja super, ich habe jetzt toll geblitzt. Und ja, das Bild ist ja auch annehmbar, sage ich mal. Aber uns reicht das doch nicht. Ne? Wir wollen doch noch ein bisschen besser. Wenn wir jetzt mal genauer auf das Bild gucken, wir zoomen da mal rein in die Blüte hier oben, wo diese Blätter so nah aneinander liegen. Ja? Und da sehen wir haben einen ganz harten Schatten. Ist ja klar, wir sind ja auch mit dem Blitz fast daneben. Es geht ja gar nicht anders. Ne? Das ist genau jetzt die Stelle, wo wir ein bisschen Magie ins Bild bringen. Wir verfeinern noch das vordere Licht, wir machen das weicher und natürlich bauen wir noch den Hintergrund auf, denn da soll auch noch ein bisschen Magie reinkommen. So, um den Hintergrund zu befestigen, habe ich hier ein Lichtstativ genommen, meinen Boomarm und werde den jetzt mal ausrichten. So, jetzt bliebe uns ja nur noch die Aufgabe, guck, hier bin ich. Welchen Hintergrundkarton nehmen wir? Was hättet ihr denn gerne? Ich komme mal hier vor, das sieht scheiße aus. Also, wir haben grün im Bild, wir haben rot im Bild und wir haben gelb im Bild. Jetzt muss ja der Hintergrund irgendwie dazu passen oder sollte. Also, ich werde mal sagen, ich nehme gelb. Und wenn mir das nicht gefällt, kann ich immer noch rot nehmen. So, dann werde ich den gelben Karton mal hier aufhängen wollen. Also mittlerweile habe ich mir angewöhnt, meine elektrischen Geräte, während ich hier aufbaue, auszustellen. Das sind ja doch kleine Stromfresser, wenn die hier so ja, 2-3 Stunden. Für euch ist das ja nur ein paar Minuten in dem Video, aber ja, für die Geräte sind es schon ein paar Stunden. Gell? Also schalte ich die vorher ab und spare ein bisschen Batterie. So, dann mache ich jetzt noch mal alles an und habe ja den Hintergrund jetzt aufgehangen. Jetzt will ich nämlich testen, welchen Einfluss der Blitz auf den Hintergrund hat. Trifft er den überhaupt? Wir kennen ja das Abstandsgesetz, ne, dass das Licht quadratisch abnimmt. Also mache ich hier erstmal ein Testbild und dann gucke ich mal, wie sehr, oh ja, sehr hell der Hintergrund. Aber runterregeln kann ich ja immer noch. Das ist auf jeden Fall besser als nicht genügend Leistung. Keine Leistung erbracht. Wer kennt das nicht? Ne? Gut, das hätten wir schon mal. So, auf dem Testbild, ich blende euch das mal ein, kann ich aber auch sehen, dass unten links der Schatten in der Ecke, der ist ja von der Rose. Also schmeißt die Rose sich selber Schatten in den Hintergrund. Damit das nicht so ist, werde ich einfach den Blitz jetzt nehmen und den noch ein bisschen weiter raus. Dann habe ich einen anderen Einfallswinkel und ich hoffe, der Schatten ist dann weg. Denn den Schatten mache ich ja selber. Der soll ja gewollt sein und nicht passiert. So, das war quasi jetzt der nächste Streich. Ich habe also den Blitz ein bisschen weiter raus. Ich habe sogar die Kamera ein bisschen höher und bin ein bisschen mehr reingezoomt. Das waren die Änderungen, die ich jetzt gemacht habe. Nochmal ein Testbild gemacht und ja, so will ich das jetzt haben. Beziehungsweise der Hintergrund ist ja noch nicht das, was wir haben wollen. Und das tolle Licht im Vordergrund habe ich ja auch noch nicht. Das kommt jetzt. So, eigentlich hatte ich gedacht, ich nehme meiner Frau oben den Tischläufer weg. Die hat ja schon Weihnachtsdeko liegen und da sind so Sterne, Ornamente.
Aber ich habe was ganz anderes gefunden. Guck mal hier. Von einem großen schwedischen Möbelhersteller. Dann nehme ich mir das Zeug einfach, hänge das hier drüber oder klemme es fest. Der Rest liegt am Boden. Ist ja egal. Tut ja keinem weh. Es reicht, wenn ich das drüber hänge. Dann hebe ich die ganze Schose hoch, bis ich ein gewünschtes Muster vor dem Blitz habe, also so wie ich mir das denke. Ihr seht ja, es ist immer ein bisschen anders und dann kann man sich ja das Passende raussuchen für seinen Hintergrund. Ist quasi Muster auf Meterware. Ja, dann werde ich nochmal ein Testbild machen, wie das jetzt aussieht, ob das so ist, wie ich mir das denke, und kann dementsprechend noch reagieren. So, gucken. Wow. Guckt euch mal den Hintergrund an. Wow. Schön. Okay, da könnte man noch ein bisschen feintunen, ein paar Zentimeter. Aber das mache ich gleich. Jetzt fällt mir erstmal auf, die Rose im Vordergrund. Wir hatten ja da das harte Licht. Das wollen wir ja weicher machen. Wenn wir es weicher machen, schlucken wir natürlich auch ein bisschen Licht. Das müssen wir jetzt noch austarieren und dann sind wir quasi schon fertig. Boah, ich hätte aber noch was, bevor wir fertig sind. So, ihr wisst ja, dass ich gerne Sachen zweckentfremde. So habe ich ja mal einen alten LED-Monitor vom Computer zerlegt und da sind ja verschiedene Sachen drin. Ihr seht ja hier, das kann man ja auch schon zum Lichtdämpfen nehmen. Und dann war noch hier so eine, ich glaube, das ist eine Sammellinse oder Streulinse oder hier so eine Mattierungsfolie. Ja, das habe ich mir mal verwahrt. Kostet ja keinen Platz, das legst du weg und kannst immer benutzen, wenn du brauchst. Das nehme ich aber jetzt für den Blitz bzw. für die Rose vorne zum Dimmen. Dimmen, absoften. So, ich werde mit dieser dünnen Folie jetzt erstmal ein Testbild machen. Ja, das kann ich ja so von der Hand halten. Ich muss ja gar nicht mehr durch die Kamera gucken. Die steht ja fest, da passiert ja nichts mehr. Aber ich muss zielen, wann ich die Rose abschatte. Ich sage jetzt mal abschatten. Abschatte und nicht den Hintergrund treffe. Also gucke ich mal hier so an der Kamera vorbei und mach mal hier ein Bild. Also wow, das ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man hat nicht mehr diese harten Schlagschatten. Es ist harmonischer aufgehellt. Nur mit dem Hintergrund bin ich noch nicht ganz zufrieden. So, ich glaube, der kann noch einen Zentimeter nach links rutschen. Ich werde euch mal die beiden Bilder, also vorher und nachher, jetzt einblenden. Und dann switche ich mal so hin oder ich stelle die nebeneinander. Weiß ich nicht. Jedenfalls, damit ihr den Unterschied direkt auf einem Bildschirm seht. So, nochmal kleine Justierung an dem Vorhang vorgenommen. Ich halte nochmal meine Mattpaste dahin. Guck mir das Bild an. Wow, wow. Stark. Ja, das ist das, was ich wollte. So Bilder könnt ihr auch machen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ja, Sachen zweckentfremden, auseinandernehmen, verwenden. Man könnte jetzt auch Alupapier nehmen. Alupapier hat eine glänzende Seite und eine matte Seite. Dann nehme ich die matte Seite. Oder einen Spiegel oder so komische Bleche, wie ich beim letzten Mal gehabt habe. Ihr könnt alles nehmen, was ihr euch denkt. Ihr beschränkt euch ja nur selber. Da oben mit eurer Kreativität, mir fällt nichts ein. Man kann alles fotografieren, habe ich gesagt, außer die Rückseite vom Mond, wisst ihr ja. Aber so kann man schöne Fotos erstellen, die nicht jeder hat, wo man auch mal gern zweimal hinschaut und sagt, wow, das Bild hat schon was. Das hebt sich deutlich ab von dem Rest. So, natürlich könnte ich mit dem Aufbau jetzt hier auch variieren. Wir können jetzt rumspielen, kreativ sein. Wir könnten den Vorhang ein bisschen weiter vor oder ein bisschen weiter zurück. Dadurch ändern wir auch nochmal die Charakteristik auf dem Hintergrund. Ja? Wir wissen ja einmal scharf und unscharf, je nachdem wie wir
das Lenken. Aber ich lasse hier erstmal gut sein, denn ich habe ja noch ein anderes Bild mit euch vor. So, beinahe hätte ich noch was vergessen, bevor ich hier alles abreiße. So eine kleine Sprühflasche könnt ihr euch von der Mami irgendwo hernehmen. Und sowas gibt immer noch mal einen kleinen extra Touch. Macht man auch gerne auf Obst und Gemüse. Sieht denn frischer aus, obwohl es einfach nur nasser ist. Ja, unsere Rose soll auch frisch aussehen. Und dann sprühen wir die ein. Und machen noch mal gleich ein Testbild. So wie ich das schon die ganze Zeit gemacht habe. Wo habe ich meine Folie? Ich war nämlich schon am Abbauen und hatte fast schon alles weg für den zweiten Aufbau. Und dann fiel mir das mit der Sprühflasche ein. So, mache ich noch eins. Ja. So, bis auf diesen kläglichen Rest habe ich schon alles weggeräumt. Bevor ich jetzt aber weitermache, möchte ich mich noch ganz speziell bei einem bedanken. Und zwar ist das Stockerfly. Er hat meinen Kanal mit einem Super Thank unterstützt. Dafür recht herzlichen Dank. So, der Blitz muss natürlich nun auch weichen. Und zwar stellen wir den jetzt genau hinter die Rose, dass die Rose den Blitz quasi verdeckt, so dass alles schön in einer Achse liegt. Ja, 100 Videos, wer hätte das gedacht damals? Das heißt aber auch immer 100 Themen einfallen lassen, die euch interessieren können. 100 Mal aufbauen, 100 Mal abbauen, 100 Mal aufräumen ist ja das, was ihr nicht seht. Apropos aufräumen, Kai, deine Zimtsterne und den Stollen musste ich auch aufräumen, ist klar, ne? Waren aber lecker. So, das ging ja mal fix. Ich brauchte ja nur den Blitz hinter die Rose zu stellen. Ja, selbst die Rose ist noch feucht. Also, Leute, ne? Ich mache jetzt mal ein Testbild, um zu sehen, wo ich bin. Ja, und wir sehen, wir haben ein richtig schönes Dorschlicht von hinten. Die Blätter glühen richtig, also die grünen Blätter und die Randblätter von der Blüte. Und genau das wollen wir. Wir wollen von hinten ein Dorschlicht haben, vielleicht noch die Ränder an den Blattkanten ein bisschen beleuchtet, aber von vorne sieht es doch ein bisschen traurig aus, oder? Da fehlt doch was, da fehlt doch Licht, da fehlt doch der Punch, da fehlt doch die Stimmung. So, und alles, was ich euch hier zeige, ist ja nur beispielhaft. Es gilt ja für die ganze Fotografie. Ich habe jetzt zwar hier eine Rose, aber wer sagt denn, dass das nicht auch mit einem Porträt geht? Oder das Bild eben war ja auch nur die Rose, aber man kann doch auch eine Person bei einem Headshot schönes weiches Licht draufsetzen und mit dem Hintergrund, ihr habt es ja gesehen, also begrenzt euch nicht selber, seid kreativ, es ist manchmal so einfach. Ja, wie eben schon gesagt, man könnte jetzt Alupapier nehmen, entweder die matte Seite oder die glänzende Seite, ich könnte Styropor nehmen, ich könnte ein DIN A4 Blatt nehmen, das würde hierfür ja reichen, aber ich habe ja mein Noppenblech, das kennt ihr aus dem letzten Video. Ich halte das einfach mal hier hin, so damit die Vorderseite aufgehellt wird. Wir schießen ja von hinten den Blitz, der schießt hier rein und gibt sein Licht zurück an die Rose. Das mache ich jetzt. Natürlich nicht ins Bild halten und irgendwie den Winkel treffen. So. Und dann schauen wir uns den Mist mal an. Ja, hallo. Was soll ich da noch sagen? Ja, was soll ich da noch sagen? Das ist nicht das Testbild, das ist das Endbild. Also einmal habe ich uns schon im Kasten. Die einen würden jetzt sagen, bam, die anderen sagen, tschakka. Ich sage, besucht uns doch einfach mal bei Facebook, bei Fototipps mit Knöpfchen. Da sind noch mehr so Bekloppte wie ich, die auch tolle Ideen haben. Da kann man sich austauschen, Probleme besprechen, wenn man welche hat. Oder einfach mal, vielleicht wird es ja irgendwann mal so sein, dass man so einen kleinen Fotowalk mit 3, 4, 5 Leuten vielleicht machen könnte. Hm? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, ich mache aber trotzdem noch, also das Bild ist im Kasten, da kann man nichts gegen haben. Aber ich sage ja immer, macht Varianten. Und jetzt seht ihr mal, ich nehme euch jetzt mal live mit quasi, wie ich die Varianten mache. Einfach mal jetzt mit dem Licht ein bisschen
wechseln. Also ich stelle das hier so oben hin. Ich fange das Licht hier von vorne auf. Dann mache ich nochmal hier. Und wie immer, das Schönste suche ich mir am PC aus. Na, selbstverständlich könnte man jetzt auch einen zweiten Blitz hier hinstellen. Aber wer keinen zweiten hat, muss sich was einfallen lassen. Wer einen zweiten hat, kann sich den hier hinstellen, wo er möchte. Natürlich muss die Leuchtkraft hier auf dem Punkt stimmen und die zwei Blitze müssen untereinander abgestimmt werden. Mal allein schon die LED, die ich auf Rot gestellt habe im Hintergrund, ist ja nur für das Filmen jetzt hier, wie schön das mit der Rose zusammenpasst. Und wer von euch noch möchte, kann das Gleiche ja mit Dauerlicht machen. Wer keine Blitze hat, nimmt halt Dauerlicht. Ihr seht ja hier auch, ist jetzt Dauerlicht. Ich habe das Videolicht an, ich habe das Hintergrund, ist auch LED, es geht auch mit Dauerlicht. Und wenn ihr zwei habt, ist natürlich besser, dann kann man das feiner justieren. Das, was ich eben mit dem Vorhang gemacht habe und so, das ist schon ein bisschen tricky, es braucht ein bisschen Zeit, aber es geht. So, es war wieder eine Menge dabei, was ich gezeigt habe an TTT-Tipps, Tricks und Techniken in diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr unterstützt mich mit einem Abo oder sonst irgendwie. Und Mausi, das, was ich anfangs mit den Ladies sagte, meinte ich gar nicht so. Die Rose ist für dich.